So, halli, hallo, hallöchen, ihr süßen Popöchen. Geht schon los? Ja, wir sind's, Basti und Holger, Holger und Basti. Verlierer der letzten Wochen und wir haben heute uns gedacht, wir gehen da mal ganz anders an die Sache ran. Sonst ist es ja immer so, dass Holger sagt, dass er gewinnen wird und ich sage, dass ich gewinnen werde. Ich werde es heute andersrum machen. Ich werde mich jetzt schon zum Gewinner küren. Ach so, ja. Nein. Mal was, ich lasse es heute offen. Ich bin gespannt, was passiert, wenn ich jetzt sage... Du, das ist auch offen. Es ist so lange offen, bis du gewonnen hast. Es ist so lange offen. Vorher steht da gar nichts fest. Das stimmt. Und jetzt begrüßen wir unser Wonder Hair Woman. Sie sieht großartig aus. Sie sieht aus wie Sommer an der Küste. Sie sieht aus wie ein Cocktail, den sich jeder am Strand wünscht. Hier ist unsere Quizmasterin Jenny! Hallihallo! Moin, moin, wie man hier oben bei uns an der Küste sagt. Ja, also vielen Dank für das Kompliment. Mein Cocktail heißt natürlich Kleiner Möwenschiss, ne? Und ich möchte gar nicht lange drum rumreden. Ich habe nämlich ein wirklich, wirklich ernstes Anliegen. Kleinen Moment. Ja, ist doch wieder Monsieur, willst du noch mal prüfen, ob wir wirklich auf Aufnahme sind? Wir sind auf. Ich stehe. Ich möchte es einfach geschafft. Nur. Er steht während der Sendung auf. Au! Oh Gott. Ah, scheiße. Und? Hast du auf Aufnahme gedrückt? Läuft alles. Läuft alles. Los. Wie sieht's aus, Jenny? Heute Fragen dabei, mit denen ich eventuell gewinnen könnte? Ja, kleinen Moment. Mir ist das runtergefallen. Muss mal was vorbereiten. Sorry. Stimmt, wenn dieser Stress hier und alles nur für Hohn und Spott. So, Leute, ihr habt's gelesen, ne? Haut mal in die Tasten. Like mal die Videos, die wir machen. Schreibt Jenny mal unten was drunter und lasst euch von Jenny ihre Bankverbindung geben. Ich habe gar keine Bankverbindung. Hier oben bei uns ist nichts. Wir kriegen sowas alles nicht. Ihr zahlt mit Muscheln oder was? In Naturalien gezahlt. Weißt du, der Kartoffeln oder sowas. Also, ich vermute, dass deine Währung Stifte sind, so wie das bei dir aussieht. Das ist ja, das ist echt geil, ne? So, ich bin ready für geile Fragen. Okay, ja, lass uns ernst werden. Denn alles, was ich heute vorbereitet habe, ist auch wirklich, wirklich knallhart. Ist knallharte Fragen. Knallharte Fragen. Du hast da übrigens ein Glas. Kann ich dir da hin? So, habt ihr eure Zettelchen? Wunderbar. Stifte dabei hattet ihr letztes Mal auch nicht? Haben wir. Sehr gut. Okay. Kopfhörer funktionieren. Es ist auf Aufnahme gedrückt. Und jetzt stelle ich die erste Frage. Physikalische, chemische und biologische Lockerungen sorgen für A. eine stabile Besohlung beim Schuster. B. luftiges Gebäck im Bäckerhandwerk. Oder C. saubere Fasern im Teppichboden. A, B oder C. Da-da. 3, 2, 1. Jawoll! Luftiges Gebäck. Alter! Das ist dann so Kneten, Ruhen, Hefe und so, ne? Mein Papa ist Konditor. Von daher sollte man das hat ja nicht mal gehört haben. Hat er dir jedes Mal, wenn er den gedeckten Apfelkuchen gemacht hat, den könnte ich gut mal wieder essen. Jetzt gündet man hier nicht so rum, ne? Oh, doch. Sehr lecker. Da wusste ich immer nicht, bei einem gedeckten Apfelkuchen wusste ich nicht, was das Beste ist. Der Boden, die Füllung oder der Deckel. Ich wusste es einfach nicht. Ich muss zugeben, ich kenne diesen Apfelkuchen und es ist mit Abstand der beste Apfelkuchen, den ich in meinem Leben bisher gegessen habe. Das Beste an dem gedeckten Apfelkuchen von Günther ist... Kannst du die Handbewegung nochmal zeigen, Holger? Von Günther ist... Die Günther-Handbewegung. Also,
ist. Liebe Grüße an meinen Papa, falls er es sieht. Also, die Kante. Wenn er den Blechkuchen gemacht hat und außen diese Kante abschneidet, diese mega saftige Kante. Boah, das ist einfach. Könnt ihr jetzt mal aufhören? Ich hab richtig. Als deine Schwester bei uns zu Besuch war letztens, haben wir auch über diesen Apfelkuchen gesprochen. Und dann sagte ich auch so, ich wusste gar nicht, was das Leckerste war. Und Ina dann so, doch, die Kante. Und ich, oh ja, die hatte ich ganz vergessen. Und dann schließen wir auch ab mit Apfelkuchen. Dieser Apfelkuchen ist einfach auch nur so, oder der ist am aller, das i-Tüpfelchen ist noch diese Sahne aus dem Sahne-Omat. So, lecker. Ich hab jetzt richtig Bock auf Apfelkuchen. Bisschen Speichelfluss jetzt hier, aber gut. Okay. Legen wir los mit Frage 2. Seid ihr bereit? Du musst ihm dieses Video schicken. Er muss das hören nochmal, wie öffentlich wir hier. Und hunderte, tausende Leute können es hören. Ja, ich setze sogar noch einen oben drauf. Moment, Jenny, ich setze noch einen oben drauf. Jetzt haben wir alle Leute so heiß gemacht auf diesen Apfelkuchen. Lieber Papa, es besteht jetzt, es besteht jetzt einfach die Verpflichtung, dass wenn wir zu Jenny kommen, nach Schleswig-Holstein, ne, richtig gesagt, dass dann wir in dieser Sendung das nächste Mal diesen Apfelkuchen auch präsentieren. Natürlich auch essen, aber wir müssen ihn auch präsentieren. Und der muss dann auch besonders gut sein. Also so gut wie noch nie zuvor. Und wir wollen die Kante. Die Kante wollen wir auch. Was ihr für ein Geheimnis daraus macht, wo Jenny wohnt und alle wahrscheinlich, die wohnt bestimmt in Kronshagen. Grüße nach Paulissen. Grüße. Ja, richtig. Ja. Nächste Einmal Frage. Nach Leck und zurück, ne? So, so, noch 2 Punkte. Also, lieber Günther, ich freue mich, wenn du eines Tages einen Blechkuchen für uns machen würdest. Das wäre toll. Wenn wir uns alle endlich wieder treffen dürfen, natürlich, ne? Ja. Ja, gut. Okay, also, bereit für Frage 2? Mhm. Gut, es wird ein bisschen schwierig. Die Aussprache ist ziemlich schwierig für mich, also ich muss mich konzentrieren. Karam und Katari Chamt aus Indien halten einen besonderen Rekord. Welchen? A. Sie führten die längste Ehe der Geschichte. B. Haben 4-mal geheiratet und sich 3-mal scheiden lassen. Oder C. Sie waren das Paar mit dem größten Altersunterschied. A, B oder C. 3, 2, 1 und bitte. Nein, leider falsch. Oh, schade. Es ist A, richtig. Ach. A, sie führten die längste Ehe der Geschichte und zwar waren sie 90 Jahre verheiratet. Mit wie vielen Jahren haben die geheiratet? Mit 10? 1925 haben sie geheiratet in Indien. In den 60er Jahren siedelten sie nach England über und haben 8 Kinder, 27 Enkel und zahlreiche Urenkel. Und Karam, der Mann, der starb 2016 mit 110 Jahren. Wow. Wie alt ist nochmal deine Uroma, Oma M. geworden? 103 Jahre. Wow. Heftig. Und Oma Gisela war jetzt? 96. Siehste, also auch nicht weit entfernt, ne? Nächste Frage. Gut. Werden wir mal ein bisschen technisch jetzt hier. Die erste Webcam der Welt zeigte den Livestream von oder über oder was wurde dort gezeigt? A. Blick aus dem Fenster. B. Eine Kaffeemaschine oder C, eine Kuckucksuhr. 3, 2, 1. Bitteschön. Moment, falsch. B. Ich lasse das so gerade eben nochmal gelten. Ja, B ist richtig. Ach, wie bitte? Kommt mal, das knapp. Aber das ist ja voll abgekartet. Das war wirklich, also ohne Witz. Ja, das aber ich hatte ja noch mal nach unten geguckt und also ich lasse es so gerade eben noch mal gelten. Wirklich.
Ja, weißt du auch, aber Dani hat ja nichts gesagt, sie hat es mir ja nicht vorgesagt. Nee. Hast du Hintergrundwissen? Weißt du da, wusstest du das? Nee, ich habe einfach hergeleitet, dass das was irgendwo in irgendeiner Firma oder Universität gewesen sein muss. Und das Naheliegendste ist ja, dass irgendwo in der Ecke eine Kaffeemaschine steht. Und ich habe gerade einfach nur dieses mit den Buchstaben miteinander gemacht, welcher das war. Ich hatte es erst bei C und dann... Es ist tatsächlich in der Uni Cambridge gewesen. Und 1991 wollten Mitarbeiter der Uni nicht mehr umsonst durchs halbe Gebäude zum Trojan Room oder wie sagt man Trojan auf Englisch? Trojan Room laufen, wo die Kaffeemaschine stand, um festzustellen, dass entweder kein Kaffee oder der Kaffee kalt war oder gar kein, der erst halb durchgelaufen war. Also installierten sie eine Kamera, um sich an den Bildschirm im Institut, überall wo Bildschirme waren, konnten sie sich dann einloggen und dann konnten sie sich informieren, ob der weite Weg zum Kaffeemaschinenraum sozusagen sich überhaupt lohnte. Ja, schlau. Geil, ne? Ja. Fand ich auch. Wie sowas dann auf einmal anfängt. Nicht ins Gesicht, bitte. Mach ich nicht, ne? Ich bin geschminkt. Du musst doch mal in deine Kamera gucken, Schatz. Du guckst nur aus dem Fenster. Nee, ich gucke nicht immer nur aus dem Fenster. Ich bereite mich vor auf die nächste Frage. Denn die lautet nämlich wie folgt. Und zwar, Frage 4. An der Fassade der niederländischen St. Johanneskirche in Hertogenbosch ist ein Engel mit einem Gegenstand in der Hand zu sehen. Welcher Gegenstand ist das? A. Eine Tulpe. B. Ein Handy. Oder C. Ein Fernblatt. A, B oder C. 3, 2, 1. Und bitte. Es ist B. Wieder verloren, ne? Es ist das Handy. Und die Statue des Künstlers Ton Moy wurde 2016 enthüllt. Also es ist schon etwas Neueres. Ne? So, und der Engel soll wohl ein Handy in der Hand halten. Gut. Ja, dann die Schätzfrage. Wir sind bereit. Bin mir sicher, dass das... Mit wie vielen Figuren startet ein Schachspiel? Soll ich meine Stifte vielleicht noch nach Farbe sortieren oder habt ihr es jetzt gleich? Ich hab's. Nee, Moment. Also ich bin auch ehrlich, ich hätte es gar nicht gewusst. So, okay. Ready? Schachmatt. Ja, ready. Zeigt mir eure Lösung. 3, 2, 1. Bitteschön. 32. 34. Holger hat gewonnen. Oh, krass. Wie viel sind's? 32. Wow. Das war gut. Verdient gewonnen. Das ist geil. Ja. Wusstest du das oder hast du es geraten? Ich habe sie gezählt. Innerlich gezählt. Ja, und dann hatte ich natürlich erstmal nur die eine Seite. Oh nein, ich musste auch die andere Seite. Ja. Ich habe natürlich den dummen Fehler gemacht. Ach, aber ich hätte gar nicht gewusst, wie viele Bauern das sind. Also wie viele überhaupt da so sind. Ich weiß natürlich, zwei Türme, zwei Pferde, Läufer heißen die, glaube ich, ne? Nee, ach, weiß ich nicht mehr. Und so, das weiß ich, aber ich wusste nicht mehr, was dazwischen ist und wie viele Bauern das da vorne sind. Kann ich ja nicht sagen. So, Quiz für heute erledigt. Nein. Ich freue mich, dass ich vielleicht gewonnen habe, aber jetzt hast du leider wieder die Chance zu verlieren. Oder zu gewinnen. Einfach mit einer Frage die Krone zu übernehmen. Wer hat sich diese Regel noch ausgedacht? Also, naja. Liebe Jenny, bereit? Ja. Ja. Welche besondere Gepflogenheit herrscht in dem Emirat Kuwait beim Kaffeetrinken? A. Die Männer bekommen von den Frauen die Füße gewaschen. B. Der Kaffee wird so lange nachgeschenkt, bis man die Tasse dreimal leicht schüttelt. Oder C. Der Kaffee wird ausschließlich mit Kamelmilch und Honig getrunken.
Ich sage A, Füße waschen. Und ich will gar nicht weiter, das ist mein Gefühl. A, Füße waschen. Ja, sie hat sich schon entschieden, also was soll ich denn noch sagen? Du hast gewonnen, Holger. Ja, ich habe gewonnen. Das tut mir leid, das ist leider falsch. Was ist das denn? Der Kaffee wird dreimal nachgeschenkt, ich war die Tasse dreimal leicht schüttelt. Das ist für mich, ja, das stand da nicht. Das ist nun mal so, ne? Es gibt ja die verrücktesten und tatsächlich auch verschiedensten kulturelle Handlungen bzw. Rituale, ne? Riten und Bräuche. Also ja, wäre für mich jetzt auch, ich fand alles drei irgendwie, wo ich dachte, ich werde jetzt nicht antworten können. Ja, hat auch geklappt. Geil! Aber fand ich eine tolle Frage. Also richtig so, ich habe gewonnen. Ja. Ich habe gewonnen. Ganz vorsichtig, ich bin noch. Ich muss ganz vorsichtig sein. Auf die flache Flunder ist immer guck noch. Guck mal, bisschen. Leute, letzte Woche noch hier so. Und jetzt schon wieder so dreimal. Weißt du, ich freue mich für ihn und er wird ich direkt gewonnen. Unsympathisch, ne? Nein, ich bin nicht unsympathisch. Ich freue mich, dass ich gewonnen habe. Und Dankeschön. Schauen Sie mal wieder rein, denn etwas Schau muss sein. Betätigen Sie das Glöckchen. So, das letzte Wort ist dann heute für euch mal wieder. Ich gehe jetzt mal raus und gucke, ob meine Tomaten schon rauskommen, ne, von letzter Woche. Also, ich habe heute zum Abschied folgende Worte. Zum Abschied sage ich leise Scheiße. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Das war schön.